Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, ich habe, wie besprochen, einiges an Ressourcen gesammelt und hergerichtet. Gebaut wird ausschließlich gemeinsam. Das ist so, Dinge versetzen, habe ich mir gedacht, könnte ich allein, aber wir wollen gemeinsam das jetzt tun und entspannt, gemütlich, relaxed wird heute der Balkon umgebaut, weil ich habe mir das beim Schneiden und beim Rendern nochmal angesehen. Das passt so gar nicht so. Also es passt schon, aber nicht so ganz. So, wir sind auf Tag 26. Ach ja. So, hier ist wieder aufgefüllt. Heftig, heftig. So, da schauen wir mal rein. Hier ist auch wieder einiges aufgefüllt. Als erstes möchte ich gerne das Greenhouse aktivieren. Wir haben einiges an Brettchen, brauchen wir 10 Alubahn. Einiges an Brettchen und 10 Alubahn. Das werden wir uns gleich holen. 10 Alubahn, so. 10 Alubahn, dann einiges an Brettchen. So. Ich werde aber von hier nehmen. 10 Brettchen, 25 waren es doch. Ja, 25 waren es. So. Es wäre mal 20. Jetzt sind es 25. So. Dann werfen wir die mal da rein. Ach komm, ich bin gerade am Werfen. Da. Junge Dame. Nicht ins Greenhouse. Da kommt sie aus dem Greenhouse. So. Alles da rein. So, 8 Elektrikteile, 10 Holzscheite noch. Wie wär's mit dem Baum? Nö, wir nehmen gleich den Wagen. Immerhin haben wir ihn da. Und 10. Da müssten wir einige Male laufen. So, dann. Ups. Hier. Und. So. Einer noch. Guck an. So. 8 Elektrikteile, dann werden wir auch gleich schauen, dass wir, so haben wir hier Steine, wir stellen das wieder mal um. Je nach Bedarf wird hier umgestellt. So, und hier wird auch umgestellt. Ihr seht auch, ich habe Biomüll nachgemacht, Ressourcen vorbereitet. Yeah. So, wir nehmen uns ein wenig davon, Moment. Wir brauchen Elektrikteile, also sonstiges. Kupfer, Kobalt, Plastik. Kupfer. Nehmen wir uns 10, Kobalt nehmen wir uns 10. So, und Plastik haben wir da drüben, glaube ich, noch. Nö. Also, zumindest nicht auf Reserve. So, das heißt, wir müssen Plastik herstellen. Das war mit Öl. So, arbeitet? Yeah. Oh ja, 10, 10, super. Wie hoch steckt das? Oh ja, nochmal 10. Also, ach, wie schön. So, ich glaube, wir brauchen das Zeug hier. So, am Chemietisch. Ja, ab wie ist das Verhältnis? Rohstoffe, Plastik. Hier, 3 Öl zu 5 Rindenmulch. Ach ja. So, halbieren. 3 Öl. 5. Super. 3 Öl. 5. Super. 3 Öl. 5. Kann man das im Bündel nicht herstellen? Nö, kann man nicht. 5. 3. Super. Alle. 3. Super. So. Jetzt machen wir mal. Oh, ja. Natürlich. Am falschen Tisch. Wir nehmen das. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Dann müssen wir das Jäckchen ablegen. So, stellen uns mal raus. Kurz. So, jetzt geht's wieder. So, also. 5. 3. Ach cool, das hat sich vermischt. Wieder andersrum reingelegt. Ist ja interessant, was es alles gibt. 3. So. 5. 3. So, ich verarbeite nämlich gleich alle.
So, drei. Haben wir da draußen in der Kiste auch noch welche? Bin ganz nervös jetzt. Ich verarbeite alle, ist vielleicht etwas viel gesagt, aber ein paar noch. Wir brauchen nämlich auch ohnehin für die... Ach, dieser Fuchs. So, wir werden den Fuchs den Gar ausmachen. Wo ist er? Fuchs? Da ist er ja. Der steht so rum, mit dem Gesicht nach vorne. Ich kann den Pfeil nicht. Das ist ja. Ich habe den Pfeil nicht abschießen können. So, die Tierhaut lasse ich als Warnung für andere Füchse da. Faszinierend. Konnte ich den Pfeil nicht abschießen? Faszinierend. So, egal, wir machen einfach weiter. Ja, mit dem Knochen in der Hand tue ich mir schwer. Also es geht, aber Knochen in der Hand verwirrt mich immer. So, also, fünf. So, drei. Super, fünf. Drei. Fünf. Zumindest diesen Stack hier, den da, Rindenmulch, den möchte ich verarbeiten. Drei. Fünf. Drei. Fünf. Drei. Super. So. Restlicher Rindenmulch kommt wieder zurück. Wir gehen hierher. Wir haben eins, zwei, drei. Yeah. Eins, zwei, drei. Yeah. Super. So, und da würde ich gleich sagen, machen wir alles, was wir da an. Nö, das nicht. So, alles, was wir da an Kobalt und Kupfer dabei haben. So. Dann haben wir einen leichten Überschuss Plastik. Das ist auch gut für später. Wir brauchen es immer wieder. So. Super. Räumen wir mal da rein. Das findet natürlich auch einmal anderen Platz. Irgendwann mal. So, ich nehme hier. Bis auf einen, den einen verbauen wir nicht. Das ist sozusagen immer unser Erinnerungsstück. So, hier kommt die Elektrik rein, jetzt endlich. Ja, das Pumpenhaus ist fertig. So, bevor wir da weitermachen, will ich gerne wissen, wie viel Strom haben wir denn? So. So, im Moment, wir produzieren 240, also minus Strom. Stöckchen. Nicht so weit. Ich muss ja nachlaufen. Ich bin ein alter Mann. Nee, 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 nee. Minusstrom war das jetzt gerade. Genau, Minusstrom. Bedeutet, wir müssen hier ein wenig Eisen und Alu. Eisen und Alu, Eisen und Alu. So, ein wenig Alu. Ein wenig Eisen. So, schauen wir mal, ob das reicht. Wahrscheinlich eh nicht, aber. Ist okay. So, das eine ist fertig. Das andere. Oh, ein Kobalt. Okay. Das ist nicht so ein großes Problem. Wobei unsere Kobaltvorräte schwinden. Enorm, enorm. So, das war dann der letzte. Yeah. So, jetzt schauen wir da mal rein. Also, 320. Wir brauchen 300. Außerdem hätte ich gesagt, wir wollen noch hier eine Batterie. Vier Elektrikteile. Ein Elektrikteil ist hier noch notwendig. Okay, den will ich bauen. Dann haben wir eine dritte Batterie. Das ist auch nicht schlecht. So, dazu brauchen wir einmal. Ach komm, wir machen zwei. Im Moment haben wir es ja. Da können wir es auch verwenden. So, dann machen wir zwei. Didi. So und so. Super. So, dann haben wir die dritte Batterie. Yeah. Ja, nein, ja, bitte, danke. So, dritte Batterie, herrlich. In die brauchen wir jetzt einen Alubachen noch und vier Elektrikteile. Ich weiß nicht, bauen wir die auch? Nö, die bauen wir nicht. Da machen wir zu. So. Eingehender Strom. Ja, viel zu wenig. Okay, dann bricht das Pumpenhaus halt ab.
Ups, das werden wir ja auch nicht immer rennen lassen, das Pumpenhaus. Jetzt zum Beispiel drehen wir es mal ab. Ist es abgedreht? Ich kann das so schwer wegen der Geräusche dieser Dinger. Jetzt ist abgedreht, oder? So, wir checken mal. Also, wenn hier Ausschalten steht, dann ist ausgeschalten. So, also, wir müssten jetzt einen Verbrauch von 200 haben. Verbrauch von 0. Okay, stimmt aber. Passt. Passt doch. Yeah. So, es fängt wieder an zu schneien. Das Pumpenhaus wird jetzt übersiedelt. Och, es kommt ein Schneesturm. Dann wird es nach dem Schneesturm übersiedelt, denke ich mal, oder? Ups. Genau. So, die lassen wir da stehen. Aber wir könnten die spaßeshalber einschalten. So, dann nehmen wir mit, was wir tragen können. So, die Jacke hängt drüben. Ui, ui, ui. So, extrahiert nur Stein. Ja, 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 ja. Freezing. So, extrahiert nur Stein. Habe ich das jetzt entsprechend? Nur Stein. Nur Stein. So, abgeschalten, abgeschalten, abgeschalten. Ist der auch abgeschalten? Ja. So, wir schleppen uns mit letzter Energie nach drinnen. Zum Ofen. Und... wir haben echt viel Stein mit, aber die werden wir gleich verarbeiten, die Steinchen. Meine Jacke ist drüben. Hm. Kalte Schuhe. So. Und wir brauchen auch den neuen Knochenspeer. Naja, einstweilen geht's ja noch. Einstweilen geht's noch. So, wir haben hier auch noch Kobalt drin. Das ist gut, das werden wir rausnehmen. So, und Steinchen reinpappen. Da-da-da. Auf dass wir neues Eisen generieren. Yeah. So, da werden wir auch den mal reingeben. So, immerhin, wenn es Kupfer gibt. So. Da kommt der auch noch raus. Super. So, dann hier rüber schleppen. Da werfen wir die ganzen Steine rein, die restlichen. Das, die ganzen Barrenräume weg. Dabei wollten wir den Balkon heute machen. Guck an. So. Da kommt das rein. So. Einen Eisen haben wir auch noch. Einen Eisenbarren. So, dann schauen wir mal nach unserem Gemüse. Gemüse, Gemüse. Ja, danke. Tür zu. Ist gleich wärmer. Ja, ist gleich wärmer. So, da werfen wir die Kohle nach. So, wie sieht's aus mit unseren Nährstoffen? Das sollte man aufhängen. Da sollte man was trinken. Eigentlich brauchen wir noch gar nicht so das Gemüse, oder? Nö. Wir hängen das auf und holen mal unsere Jacke. So, auf durch den Schneesturm. Oh, Stöckchen. Eigentlich wollten wir diesen Balkon hier machen heute. Hm. So, jetzt sind wir da drin. Da kommt das Jäckchen wieder her. So. Ja, Speer, Speer, Speer ist eine Sache. So. Dann mal da rein. Wir könnten natürlich jetzt auch, wir könnten, wenn wir schon da stehen, mitten im Schneesturm, so rumstehen mit dem Gesicht nach vorne, könnten wir einen ganzen Stack. So. Ein paar Pfeilchen. Pfeilchen können wir immer brauchen. Und da machen wir uns welche. Wenn eh schon Schneesturm ist, warum auch nicht? So, wie war Bundle? The Bundle. Hm? 5 jeweils. So, also. Ich mal sagen. 5. 5. 5. Moment. Moment. So, halbieren. Halbieren. So, 5. Und 5. Super. So, ich lege die Jacke wieder ab. Trotz offener Türen ist es wahnsinnig heiß hierin. Ich stelle mich mal kurz raus ohne Jacke. Wahnsinn, Körpertemperatur. Heftig, heftig, heftig. Durch den Temperatursturz
Wer hier nicht krank wird, muss mir erklären, wie das gehen soll. So. Minus 31 Grad. Auch kein Spaß. So. 5. Dann machen wir hier halbieren, 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 halbieren. Ebenso hier. So. Und die auch noch. 5 davon, 5 davon, 5 davon und 5 davon herstellen. Yeah. 5, 5, 5 und 5. Yeah. So, dann haben wir hier nochmal 5. Halbieren, halbieren. So, so, Stückchen. Ja, dann nehmen wir da noch die letzten. Haben wir den ganzen Schneesturm hindurch Pfeilchen gemacht, statt am Balkon zu arbeiten? Naja, ging so. So, das wieder zurück, das auch zurück. Stückchen können auch ein paar zurück. So, Pfeilchen ist gut. Was haben wir da? Ja, das würde ich gleich hier liegen lassen. Einfach so, mitten im Gemüse. So, 21 und 25 ist 40. Geschafft. Also die Fetten darauf legen. Könnte man da drunter die Reserveknochen fällen. 6 Stück jeweils. So, 6 und 9. So, Jäckchen wieder. Danke. So, dann auf zum Balkon. Jetzt geht's aber los. So, Pumpenhaus wollten wir übersiedeln. Das ist zwar witzig, dass das hier ist, aber ich werde es trotzdem übersiedeln. Nämlich daher. Da hören wir es aber auch nicht. Hier will ich es nicht herstellen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und wo ist die Tür überhaupt? Da ist die Tür. Genau. So. So, etwas niedrig die... Junge, ich bin hier gerade beim Pumpenhaus. Außerdem, wie siehst du denn aus? So, dann wieder zurück mit denen. Warum auch nicht? So, wir haben den einen, stellen wir mal daher. Den anderen stellen wir mal daher. So, schalt mal ein. Schalt mal ein. So, das Wasserhaus ist da. Schauen wir noch, wie das ist mit dem Strom. Super. Eingang 160, Ausgang 200, passt doch super. So, wie spät ist es? 5 am Nachmittag, passt. So, das da werde ich übersiedeln. Eines hätten wir gleich mitnehmen können. Und zwar daher. Das kommt hier aufs Dach. Da aufs Dach kommt dann auch Solar, Windkraft. Aber natürlich später. Wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Wichtig ist, die beiden Greenhouses werden dann aktiv. Die Dinger will ich da auch rein übersiedeln. Einmal links, einmal rechts. So, was werden wir noch machen? Ja genau, das kommt hier hinein. Also in die Werkstatt, auf einem bestimmten Platz. Aber jetzt gehen wir das Thema mit dem Balkon an. Oh, Stöckchen. So, wo ist der Wagen? Der muss da stehen. Da ist nochmal einer drin. Super. Sollten wir uns welche holen vielleicht? Klar, das machen wir gleich. So, Balkon-Time, Balkon-Time. Nach einem Schneesturm kann man am besten am Balkon arbeiten. So. Baum fällt. So, super. Ich soll doch den Fuchs aufhängen noch. Bevor er uns verdirbt. Aber der hält noch ein wenig. Ein wenig hält er. So, wir fahren so. Und zwar... Der Teil hier wird um 1 noch vorgezogen. Das machen wir nämlich gleich. So. So, der bleibt hier so. So wie er ist. Den können wir natürlich theoretisch... Ach komm, wenn wir schon da sind. Nö, wir schauen nochmal runter. So, um 1 vorziehen wäre witzig. Werden wir auch machen. Werden wir auch machen. Super. Gute Idee. So, Geländer kommt weg. Geländer kommt weg. So, dafür kommt hierher. Fun the Mant. Ich hoffe, das ist die richtige Ausrichtung. Ja, wird schon sein.
So, wir nehmen den Wagen. Moment. Das lege ich da unten hin. Das werfe ich mal weg. Yeah. Kann man das da unten auch herlegen? Ich nehme auch ein paar Brettchen mit. Warum, weil es geht. So, Brettchen. Hier. So, auf dass er wieder ordentlich arbeiten kann, der Gute. So, oh, ein Stöckchen. Und wir nehmen den Wagen mit. So, erster Stock hier. Da kommt mal das rein. Dann kommen drei von hier. Yeah. So. Dann kommt hier vorne ein Geländer. Holzbrüstung. Ah, Holzbrüstung. Okay. So, ja, ich möchte es wegtun. So, jetzt schauen wir, ob es auf der anderen Seite geht. Nö. Nö. Gut, kommt nur vorne hin. Ah, dann ist das so. Macht auch nichts. Wir werden das Ganze dann mit Beleuchtung kaschieren. So, wir gehen rauf, einen Stock weiter. Nee. Und drehen mal das Wägelchen. So, und jetzt haben wir das etwas größere Bauprojekt hier. Nämlich Tür auf. Das kommt auch weg. Wahnsinn, heute reißen wir Geländer ab. Huh? Wir haben ihn im Flug gefangen. So, hier kommt eins weiter. So, alle vier rein. Wir brauchen noch zwei. So, da haben wir hier noch zwei. Das ist einmal da, wobei... Da ist ja die Frage. Wenn wir hier Wahnsinn, heute haben wir Geländerprobleme hier. So, da vorne kommt auf jeden Fall mal eins. So, dann kommt hier eins und hier eins. So, wenn ich das da mal wegnehme und das da mal wegnehme. So, und dafür Geländer einsetze, geht's auch nicht. Manchmal ist es seltsam. So, bestätigen. Bestätigen. Wenn wir jetzt Geländer einsetzen. Aber jetzt geht's aber. Nein, nicht die kurzen. Nicht die kurzen. Nee, nee, nee. Sondern schon die normalen Geländer. So. Nö. Dann lag es nicht an denen, sondern es lag an denen hier. Interessant. Interessant. So. Na dann nehmen wir die auch mal weg. Nehmen wir die auch mal weg. Yeah. So. Und zwar... Jetzt muss ich nochmal runterspringen. Nein, tu's nicht, doch. So, da kommen auf jeden Fall mal die Säulen hier. So. Also, der ist jetzt ein Stück weiter vorne, das ist gut. So, und da ist jetzt auch dieser Vorsprung mit großem Balkon. Damit das nicht so strange aussieht. Moment. Damit das nicht so strange da oben aussieht, mit einem riesen vorlaufenden Balkon, der links und rechts nichts hat, werden wir hier links und rechts was anbauen. Nämlich da. So. Richtige Ausrichtung. Richtige Ausrichtung. Sehr gut. So, das reinfüllen. Dann drei Hölzer noch. Da haben wir gar keine mehr. Toll. Nicht, dass uns hier schwindelig wird. Wird aber gerade. Yeah. So, was fehlt denn? Was fehlt denn? Proteine, gut, können wir gleich erledigen. Protein. Oh, ein Stöckchen. So, Protein, 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 Protein. Da hängen wir das Fleisch auf. Das werden wir jetzt mal essen. So, und einer noch. So. So, schmutziges Wasser. Ja, das können wir gleich mal abkochen. So. Hier schmutzig. Gehen wir das rein. Ach komm, die Stöckchen, jetzt verheizen wir es aber. So, super. Während das hier brennt, können wir hier weitermachen. Also, wir brauchen Stämme. Stämme, Stämme. Na. Und füllen wir da mal ein. So. So, wir fahren wieder nach oben. Ja, heute ist Balkonzeit, aber es ist okay.
Dann haben wir es nämlich erledigt. Endlich, endlich der Balkon. So. Aber es ist ja nur Optik. Ja, aber Optik ist wichtig. So, dann haben wir hier Geländertime. Tatsächlich. Da funktioniert's. Super. Man könnte jetzt so weit gehen. Ach, das wäre total riskant. So, und hier in den Ecken auch noch so Säulen herstellen. So, total riskant. Riskante Säulen. So, wir haben das da. Wir haben das da. So. Bau doch lieber den Kühlschrank. Ach ja. Aber der macht nicht so viel Spaß. So. Dann hier. So, wir holen... Ugh. Wir holen neues Holz. So. Uah. Auf zum neuen Holz. Da, 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 da. Neues Holz. Jetzt. Neues Holz jetzt. So. Dann noch hier. Da, 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 da. So, und zwei hier. So, der Balkon. So. Ui. Dann gehen wir da mal wieder und stellen ihn hier ab, den Wagen. So, beide ist er fertig. Ich glaube, weitere müssen wir nicht holen. So, weiteres Holz, weil wir sind hier oben dann fertig. Ja, ja, Fenstereinbau und so weiter. Das kommt natürlich noch. Ja, das kommt noch. So, dann mal hier. Oh, wie schön. Super. So. Jetzt können wir noch immer da mit dem Wagen auf die Seite. Super. So, wir stellen uns mal hierher. Wie sieht der jetzt aus? Na, schon besser. Elemente, Elemente. So, und der Balkon hier, der wird auch noch verbreitert. Da gibt es einen kompletten Umlauf rund um das Häuschen hier. Das machen wir jetzt. So, aber vorher vorne die Regeln. So, sonst stört es uns nachher wieder. So. Oh, ein Stöckchen. So, dann hier. Oh, und hier. Oh, wir hatten gar kein... Wir hatten gar kein Holz mehr. So, warten auf Ausdauer. Mein lieber Fuchs. Da hinten. So. Was? Wir haben keinen Bogen mehr? Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich keinen Bogen mehr. Und dann müssen wir uns einen machen. So, wir brauchen ein Stöckchen, zwei Seile, glaube ich. So, ein Seil, Stöckchen haben wir. Geht das auf dem? Ich glaube ja, soweit ich mich erinnere. Wir machen so selten Bögen. Nö. Wir machen so selten Bögen. Brauchen wir einen dritten, ein drittes Seil? So, dann mal da und da. Ja, jetzt ist es ein Bogen. So, was fehlt denn? Wasser nehme ich an. Jawohl. Und da ist irgendwo der Fuchs. Der Fuchs ist on the run. So, und jetzt wechseln zum Speer. So, der Speer ist auch weg. Wunderbar. So, wir haben noch... Oder? Speer ist weg. Ja, na klar. Was uns der zerlegt und vor allem die Oberarme. Beide Oberarme hat er uns zerfetzt sozusagen. Der kleine Fuchs, der... So, dann haben wir hier noch einen Fuchs aufhängen. Den hängen wir da hinten hin. So, jetzt werden wir uns da mal mit Wasser voll pumpen. So, Knochen, hier, Fett, Feder, Fett, Fett, Feder, Fett. Fette Feder. So, was legen wir da mal an? Also, weiter geht's. Wir müssen hier weiterbauen. Unbedingt. So. Dann holen wir da das nächste Holz, weil es gibt den Umlauf und mit dem wollen wir heute unbedingt weiter tun. So, ob wir da oben dann die Reling noch hinkriegen heute oder nur anzeichnen, werden wir sehen. Aber vorerst mal
ist alles gut. So. Also, hier, Ziel ist es, dass wir hier, ich stelle mal ab, auch noch einen Umlauf hinbekommen, weil wir haben ja hier eine Tür und da müssen wir raus. Da müssen wir raus, ob wir wollen oder nicht. So, richtig. So, genau der. So, und dann haben wir hier noch den Balkon und da geht es natürlich auch raus. Na, was tut er da? Habe ich jetzt einen Speer eigentlich? Ich glaube, ich habe gar keinen Speer. Na, Speere sind überbewertet. So. Aber der Bogen stört mich in der Ansicht. So. Also, hier. Hier der Umlauf. So. Und der geht da natürlich rüber. Natürlich geht der rüber. So, Moment. So, einmal so. Und dann hängt er sich aber da an. Hm? So. Hier auch. Und da hängt er sich dann da drüben an. Wahnsinn, oder? Und auf der anderen Seite, da ist ja auch so eine Tür. Da hängt er sich dann auch an. Hier. Yeah, oder? Super. So, und das machen wir jetzt mit dem Wagen. Da nehmen wir das Holz. Hier rein. Super. So, jetzt brauchen wir da natürlich noch den hier. So. Ah, ich weiß, das Holz, der Holzverbrauch, ein Hammer. So, jetzt fahren wir da rum. The Waterhouse. So, schauen wir mal. Oh, geht noch, von der Folgenlänge her. Wir haben ja gerade bei Infected immer etwas mehr, etwas längere Folgen. Etwas ist gut. Gerade wenn ich an die letzte Folge denke, aber es ist okay. So. Dann mal hier rüber. Weil ich möchte diesen Umlauf heute schon noch fertig bekommen. Den Umlauf. So. Da können wir uns noch nicht herstellen, aber hier können wir abstellen. So. So, und dann hier. Irgendwas fehlt schon wieder. Wahrscheinlich wieder Wasser. So. Energie. Energie ist am Boden. Oh. Das ist natürlich jetzt schade. So, wir brauchen noch ein Brettchen. Gut. Wie machen wir das jetzt? Jetzt so mitten im Bauen aufhören? Ist doch auch schade, oder? So. Mal her. Das wäre doch schade. So, dann den Umlauf. Ich will den fertig kriegen. Ja, dann muss er halt ein wenig leiden. So. So, Holzscheite 3. Wir haben Nummer 2. Wahnsinn, der Verbrauch hier oben an Holzscheiten. Das ist schon... Ja, das ist ziemlich heftig. So, dann fahren wir da mal runter. Holen die letzten Holzscheite. Also die letzten, ich hoffe, es sind dann die letzten. Wahnsinn. Und jetzt haben wir auch Verbrauch. Ja, Pumpenhaus ist aktiviert. Wir können es einschalten, wir können es ausschalten. Na ja, wunderbar. Wunderbar. So, das heißt... wir können die ganzen Pflanzpötte übersiedeln und können auch das Pumpenhaus nutzen und somit beide Greenhouses nutzen. Was super ist, gerade jetzt, wo Winter ist. Wobei, Februar, naja. So, wieder rauf. Heute ist eh Frühling. So, dann hier auf zum Umlauf. So. Kann man da noch vorbei? Nö, weil wir zu dick sind. So, dann haben wir den hier. Den hier. Jetzt können wir mit dem Wagen sogar ein wenig hinfahren. Yeah. Es hilft aber nichts, wenn wir nicht abstehen können. So. Und schon kann man abstehen. So, hier auch noch. Nämlich so. Super. Na. Das wird nämlich schön, wenn das alles dann beleuchtet ist mit Flashlicht, beziehungsweise mit diesen anderen Dingern. Mit den Dingern. So, Brettchen. Ja, nehmen wir den. Nö. So, und hier, damit man sich's vorstellen kann, kommen natürlich auch
Tja, hier links her. So. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da stehe ich nichts drauf. So, und auf der anderen Seite ja auch hier. Und tja, da wieder mal nichts. So, die nehmen wir raus, damit wir sie mal einbauen können. So, jetzt mit dem Wagen runter. Hier das letzte Teil da. Das wollen wir noch bauen, bevor wir vor Müdigkeit umfallen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Energie, Energie, Energie? Energie ist ganz, ganz unten. So, hätten wir jetzt Mais, würde man ein wenig mehr Energie kriegen. Ach. Aber komm, wir sind es echt gleich jetzt. So. Und zwei noch. Ja, Brettchen nehme ich auch gleich mit. Wir haben es doch. So. Habe ich gleich vor, mehr mitzunehmen, weil wir ja oben auch welche in die Gestelle reinpappen wollten. So. Würde ich sagen, wir stellen uns wieder hierher. So. So, und zwar haben wir mal hier. Super, jetzt haben wir da den Umlauf sozusagen fertig. So, kann ich hier jetzt noch die Reling her tun? Nö, da blockiert das da. Ich werfe mal da den Stock raus. So, ich nehme den einen raus. So, dann kommt hier Reling. So, so, so. Nochmal anmarkieren. Dann die Säule. Nee, hier. Genau, dann ist die wieder verbunden, die Säule. So, und sowas hätte ich da auch vor. So, Säule wieder rein. Und jetzt kann dann die Reling vervollständigt werden. Super. Also, wir stellen es hierher. So, Säule raus. Dankeschön. Dann, so, hier herstellen. Säule raus. Nicht runterfallen. Nö, nicht runterfallen. So, wir hängen das da ins Fenster. So, dann haben wir hier. Ach, da müssen wir die auch wegnehmen. Da geht's. Da geht's auch. Warum auch immer. So, nö, 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 nö. Ja, dann müssen wir uns da herstellen und von hier drauf schauen. So, jetzt passt. Da können wir natürlich auch, dass wir da sagen, ja, ich will Elemente, Elemente. So, die können wir oben theoretisch, ob wir die wirklich jetzt brauchen oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Die können wir da oben auch einbauen, aber das will ich eigentlich nicht. Nö, will ich nicht. So. Raus aus der Ansicht. So, dann haben wir das da. Da kann man mal die Säule. Da hängen wir dann ein Fischlicht auf oder irgendwas. So. So, jetzt weiter die Reling. Reling, 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 Reling. So, dann kommt der hier weg. Holzbrüstung. Hehe. So. Einmal A, B und es liegt doch am Wagen. Meint ihr? So, ich fahre den mal da rein. Und nein, ich habe kein Holz in der Hand. So. Möglicherweise zumachen könnten wir. So, also, er hier. Bestätigen. Nö. Ach, runtergefallen. So. Zumachen. Jetzt werde ich langsam nervös. Ob es jetzt geht? Wahrscheinlich schon. So. Ist das seltsam? Ist das seltsam, oder? Ist doch seltsam. Ja, ich... Speere sind überbewertet. Mädel, ich komme von hin. Von hier. So, ich möchte das gerne heute fertig machen. Ja, ich weiß, es ist Mitternacht. Ja, ja, ja. So. Der hängt hier auch nur mehr so rum. So, mal da vorbei. Also, 1, 2, 1. So.
wir da. Hier die Reling. Der hängende Wagen, ein Hängewagen. So. Komm mal mit. Einmal eine Fuhre machen wir noch. Dann ist Schlafenszeit. Schlafenszeit. So. So. Erst einmal reinpappen. Ja, schon langsam verlieren wir nämlich auch Leben, weil wegen Energie und so. So. Tickt schon runter. Tickt schon runter. Tickt schon runter. So, und wieder hier rauf. Wollen wir mal raufgehen. So, abstellen. Ach, super. So. Das ist eine Werkstatt. Du legst zu viel Wert auf Optik. Nö, zu viel Wert auf Optik. Nö, ganz sicher nicht. So. Dann hier noch. So, da bleibt vorerst noch offen, da werden wir dann sehen, wie es uns später gefällt. Später, nicht jetzt. Nö. So. Nein, und Türen brauche ich hier vorerst auch keine ein, es ist ja die Werkstatt. So, gut, das war aber jetzt. Oder war das jetzt der letzte? Komm, eine Fuhr. Damit es endlich fertig ist. Wir halten es ja noch aus, oder? 41 Minuten. Ja. So. Dann hätten wir das ganze Holz hier verbaut. Das wäre doch auch ein schöner Anspruch, das ganze Holz verbaut zu haben. Das Pumpenhaus aktiviert zu haben. Oh, da freue ich mich schon, wenn wir die Greenhouses einrichten können und dann nicht mehr den provisorischen Wintergartenraum. Oh, das fiel ja einst vom Dach. Kann man das gar nicht mehr? Nö, kann man gar nicht mehr. So, fiel einst vom Dach her. So, hier. Hier rüber. So, und da ist aber die Frage, ob ich das... Wir lassen das mal da drin, weil, ich zeige es gleich von unten, man könnte es, das Haus jetzt von der Seite, ja, von der Seite, so. Da fehlt die Reling, eindeutig fehlt die da drüber. So. Ist aber ein Thema, meine Lieben, für später. So, so sieht es mal aus. Oh mein Gott, das kann ich so überhaupt nicht lassen. Beleuchtet, super. Müsst ihr euch vorstellen. Sehen könnt ihr es ja noch nicht. So, da kommen noch Säule. Moment. Nö, hier, Säule. Ach, schade, kriege ich da nicht rein. Na gut, die Wände will ich jetzt nicht abreißen dafür. Nö. Da wäre der Wunsch, Säule noch. So, weil ich ihn gerade sehe, wir holen uns den letzten Speer. Oh, den vorletzten. Wir haben noch, meine Freunde. So, Kühlschrank braucht noch Elektrikteile. Das kommt dann rauf. Alu, 4 Bahnen. Ich glaube, das haben wir sogar. Brettchen haben wir. Die werfen wir da gleich rein, wenn wir sie schon haben. So, und hier Feuerholz 4. Und dann haben wir das auch fertig. Super, oder? Ich finde es gut. Viele Brettchen. Ich würde gerne da noch einbauen. So. So, super. Wunderbar. Dann können wir da auch gleich aber die Reling einplanen. So. So, einmal hier. Da lassen wir offen. Und da, also nur bis hierher. Da bleibt es noch. So. Und ganz an der Ecke natürlich hier die Säulen nach oben. Jetzt bin ich gespannt. So, hier ganz an der Ecke, super. Aber oben. Ob das oben auch so hält. Weil da brauchen wir ja auch eine. Genau, ja. So, und da drauf dann. So, die müsste ich einbauen noch. So. Stimmt die jetzt? Ist die außen oder innen liegend? Die ist auch innen liegend. So, wir nehmen noch einen zweiten mit drauf. Lassen wir uns mal die Gesundheit anzeigen. So, meine Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.